ist das schlimm, ich sehe niemanden. Wir nehmen an, Sie sind jetzt noch da, aber wir könnten wirklich, es ist total fasziniert, man sieht wirklich absolut niemanden. Das ist jetzt blöd, weil ich eine Umfrage machen wollte. Aber ich sage erstmal schönen guten Abend. Wir sind, ja, wie soll ich denn sagen, gerührt, erschüttert, erstaunt, beeindruckt über so viel Zuspruch. Vor zwei Wochen haben wir uns getroffen, um den Abend kurz vorzubereiten. Da fragte er mich, wie viele werden denn kommen? Da sage ich, naja, auf mal 10. Und wenn 30 kommen, also dann können wir uns also von uns zuschreiben, dann haben wir echt einen Erfolg. Also Sie verstehen, wir sind erschüttert. Aber es ist schön, dass Sie alle da sind, das freut uns riesig. Wir wollten die Umfrage, die wir eigentlich machen wollten, weil wir wollten irgendwie wissen, wer von Ihnen das Buch jetzt eigentlich schon gelesen hat und wer es nicht gelesen hat. Sie können jetzt die Hand heben, wir werden es nicht sehen, aber es wird trotzdem schon gelesen. Wer hat es denn gelesen? Hallo, ich bin also hier in der Disharmonie, habe den Lothar Reichelt hier vor der Kamera stehen, den Buchautor von den Kindertotenliedern, ein Kriminalbuch aus Schweinfurt. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, über Schweinfurt ein Krimi zu schreiben? Ah ja, also eigentlich hat mich mein guter Freund Christian Schwarz, Blecki genannt, auf diese Idee gebracht. Er hatte erfahren bei einer Veranstaltung, dass der Schweinfurter Buchhandel eigentlich darauf wartet, einen Schweinfurt-Krimi zu haben, weil es in den anderen Städten sowas auch gibt und weil solche Lokalkrimis unheimlich gut laufen. Und es hat eine Zeit gedauert, bis er mich überredet hat, aber irgendwann habe ich mich in diese Idee verliebt, mich hingesetzt und dieses Buch geschrieben. Und Blecki, fühlst du dich da gut getroffen in dem Krimi? Er ist natürlich schon ein bisschen irritierend, weil ich ja in so vielen Büchern dann komischerweise noch nicht vorkam. Aber ein Anfang ist gemacht, sage ich jetzt mal. Ne? Also, aber nichtsdestotrotz ist es so, dass ich sagen muss, klar, manches trifft ganz genau, anderes ist natürlich frei erfunden. Und verraten, was jetzt Erfindung und was real ist, mag ich eigentlich nicht. Wie sind Sie denn auf den Titel gekommen, Kindertotenlieder? Ist ja doch ein wenig ein Titel, der ein wenig aus dem Namen fällt. Das stimmt, ja. Die Uridee war, dass in Schweinfurt auf dem Rückert-Denkmal eine Leiche liegt. Das war meine Uridee. Und damit war ich dann auch bei Friedrich Rückert. Er sollte eine gewisse Rolle spielen. Und Friedrich Rückert hat nach dem Tod, also der Schweinfurter Dichter, hat nach dem Tod seiner Kinder eine große Zahl von Gedichten geschrieben, wo er den Tod dieser Kinder verarbeitet hat. Und die hat er Kindertotenlieder genannt. Also es ist so eine Art Totenklage für seine beiden kleinen Kinder. Und das stand sozusagen dann im Hintergrund und war die Idee für den Titel dieses Krimis. Wird es denn zu dem Krimi noch einen zweiten Teil geben? Ja, also Blecki tritt jetzt auf im ersten Band, aber Blecki wird sozusagen weiter ermitteln. Er wird weiter sein Unwesen in Schweinfurts Gassen und Straßen treiben. Es wird einen zweiten Band geben, der demnächst, hoffe ich mal, auch erscheinen wird. Die Geschichte wird weitererzählt, es wird einen neuen Kriminalfall geben. Schweinfurt bleibt der Schauplatz für Mord und Totschlag. Blecki, eine Frage. Ich habe natürlich auch zugehört. Und du hast natürlich eine Penthouse-Wohnung in dem Krimi und so. Fühlst du dich da wohl in dem Krimi? Ja, natürlich fühle ich mich da wohl. Also wenn ich all das hätte, was da beschrieben wird, von der Penthouse-Wohnung bis zur Polizeisprecherin, wäre das schon ganz okay. Wir arbeiten dran. Spätestens bei Band 15 habe ich es dann geschafft. Also gut, dann bedanke ich mich. Menschen tot und Menschen leben ist ein Rätsel. Was die Schicksalsmächte weben, ist ein Rätsel. Dass ihr mir gegeben wart, ist ein Wunder. Dass ich euch zurück muss geben, ist ein Rätsel. Dass ihr mir im Tode lebet, ist ein Zauber. Und bei eurem Tod mein Leben ist ein Rätsel. Das ist eines der Kindertotenlieder von Friedrich Rückert. Geschrieben hat er das, also so in etwa 43, 44-jähriger Mann war. Warum er das geschrieben hat und was damit zusammenhängt, das werden wir Ihnen später noch ein bisschen ausführlicher erzählen. Wir fangen jetzt einfach mal mit dem Buch an, Kindertotenlieder. Und das Buch ist untergliedert in 8 Tage. Wir lesen einen Teil des ersten und einen Teil des zweiten Tages, also keine Angst, nicht eine ganze Woche. So lang soll der Abend ja dann doch auch nicht werden. Über dem ersten Kapitel steht schlicht und ergreifend Mittwoch. Friedrich Rückert war auch an diesem Morgen tief in Gedanken versunken. Die Narrenkappe auf seinem Kopf schien ihn nicht zu stören. Der Leiter des Schweinfurter Stadtarchivs, Udo Meyer, stieg vom Fahrrad, blinzelte im milchigen Frühlicht, schüttelte den Kopf.
Er zog das Handy aus der Anorak-Tasche und steckte es wieder ein. Sollte sich doch drum kümmern, wer mochte. Die Stadtreinigung zum Beispiel oder der Oberbürgermeister, der soeben quer über den Marktplatz kam, wie immer den Blick starr auf den Boden gerichtet. Dass mich nur keiner anspricht, hieß das. Meier radelte rasch in die Kesslergasse hinein. Diese Begegnung musste nicht sein. Ein Chef am Morgen bringt Kummer und Sorgen. Der Oberbürgermeister ging, tief in Gedanken versunken, auf das Rathaus zu. Friedrich Rückert würdigte er keines Blickes. Erst eine halbe Stunde später verständigte der Standesbeamte Will, ein feinsinniger Mann, empört die Feuerwehr. Um 7:50 nutzte Okan Demir den Stau in der Gunnar-Wester-Straße und ließ seine Tochter vor der Friedrich-Rückert-Volksschule aussteigen. Mach schnell, sagte er, wir sind spät dran. Hülya kämpfte angestrengt mit dem Schulranzen und versuchte die Autotür zu schließen. Demir streckte sich über die Beifahrerseite hinüber, um ihr zu helfen. Jetzt kommt ein türkischer Ausdruck, ich kann kein Wort türkisch, deswegen lasse ich den jetzt raus. Also das heißt so viel wie... Mach's gut, meine Kleine. Mach's gut, meine Kleine, deswegen habe ich meine Übersetzer dabei. Rief er ihr zu und als sie schließlich auf dem Gehweg stand, zart und schmächtig wie ein hilfloses Vögelchen, das gerade aus dem Nest gefallen war. Und trotzdem eine Prinzessin, kindlich und schön. Okan Demir schloss für eine Sekunde die Augen, eine jähe Welle maßlosen Vaterstolzes überwältigte ihn. Es gab keine Worte dafür, wie sehr er sie liebte. Pass auf dich auf, bis heute Abend. Hülyat winkte ihm zu und hüpfte davon. Er sah ihr nach, lächelnd vor Glück. Dann gab er sich einen Ruck und legte den ersten Gang ein. Man wartete auf ihn und der Tag würde nicht erfreulich werden. Mir fällt ein, wir haben uns noch gar nicht vorgestellt. Sie wissen gar nicht, wer das gut geschrieben hat. Mein Name ist Lothar Reichel. Ich stehe da vorne auf dem Buch. Ich habe das Buch geschrieben. Und auf dem Buch steht unter dem Titel Kindertotenlieder Blackie tritt auf. Und es ist schon, ja, glaube ich, etwas Besonderes für einen Autor und etwas Seltenes, vielleicht sogar Einmaliges, ich weiß es gar nicht, aber sehr, sehr selten ist es auf jeden Fall, dass der Held, der Detektiv eines Kriminalromans, neben dem Autor sitzt und sozusagen aus dessen Buch mit vorliest. Ich darf vorstellen, Blackie, Christian Blackie Schwarz, im wirklichen Leben Radiomoderator bei Radio Primaton in Schweinfurt und Held des ersten Schweinfurt-Krimis und wie sein Berufsalltag ausschaut, das hören wir jetzt. Ja, Sie können sich jetzt vorstellen, ich nehme Sie jetzt quasi mit ins Studio so ein bisschen. Gucken wir, also ganz so schön wie hier sind unsere Studioräume nicht, aber die Situation wird jetzt ähnlich.